So, da sind wir wieder mit Dragon Age Awakening und nach schier endloser Suche haben wir endlich den grauen Wächter Christoph gefunden. Allerdings sind wir zu spät, wie man hier sieht. Der Gute liegt in seinem eigenen Blut und ist tot. Gehe ich doch mal von aus, dass er tot ist. Wir gucken ihn uns mal an. Tja, der lebt nicht mehr. Sieht auch schon aschfahl aus. Ach du Scheiße. Dunkle Brut, glaube ich. Ja, definitiv. Oh, und wer ist er? Ist euer grauer Wächter. Die Mutter sagte mir, wenn er zu diesem Ort gelockt wird und erschlagen, würdet auch ihr irgendwann kommen. Und die Mutter, sie hatte recht. Die Mutter hat immer recht. Tja, schön, dass sie recht hat, aber wer ist diese Mutter? Die Mutter ist die, die mich geschickt hat. Die, die wollte, dass ihr kommt. Hierher an diesen Ort. Ich. Hier vor euch seht ihr den Ersten. Und ich überbringe euch eine Nachricht. Die Mutter, sie gestattet euch nicht, seinem Plan zu Wessen helfen. Plan? Selbst wenn ihr es nicht wisst. Deshalb schickt sie euch ein Geschenk. Geschenk, gut oder schlecht? Oh oh, oh oh. Was tut er? Ich glaube, das war überhaupt nichts Gutes. Und irgendwas wird jetzt neu geladen, neues Gebiet. Hat er uns irgendwie wegteleportiert? Auf jeden Fall sah er monstermäßig cool aus. Wieder mal ein sprechender dunkler Brüterich. Echt cool. Aber wo geht die Reise hin? Oh, das sieht ja schon nett aus. Aber er ist auch dabei, erstaunlicherweise. Nein, wir sind auch ins Nichts gekommen. So kann es nicht sein. Im Nichts? Was habt ihr getan, ihr Narr? Ich verlange Antworten. Auch ich tue das. Das ist nicht, was sie gesagt hat. Ich bin verraten. Ich konnte meiner Mutter auch nie trauen. Jetzt bin ich mit euch gefangen im Nichts. Ach, wie dumm war ich. Tja, es sieht so aus, als hätte man da jemanden für entbehrlich gehalten. Und zwar diesen Ersten. Ich bin der Erste. Ich bin nicht entbehrlich. Dies werden das graue Wächter und die Mutter noch lernen. Ich Oh. überlasse euch den Kindern. Ich werde meinen eigenen Weg zurück in die Welt finden. Zurück zu der Mutter. Na toll. Sind wir also im Nichts gefangen durch irgendeinen komischen Zauber und dürfen ja auch gleich noch gegen diese ollen Larven der Kinder kämpfen? Das ist ja wieder ein toller Einstand hier. Aber rückblickend kann man ja noch sagen, irgendwie haben sie uns hier in die Schwarzmarschen gelockt. Durch Wächter Christoph. Die wussten, wenn sie den hierher locken, wenn der verschwindet, dann würden wir wohl folgen. Also irgendwer hat hier großes Interesse an uns. So, die Larven sind schon mal erledigt. Das ging ja doch relativ fix. Können wir plündern? Was war das für ein Ding? Und wer ist die Mutter? Gehört sie auch zur dunklen Brut? Noch mehr sprechende dunkle Brut. Und dann gibt es jetzt auch noch eine Mutter. Wie rührend. Tja, Fragen über Fragen. Wer ist die Mutter? Wer ist der Erste? Was soll das Ganze? Immerhin wissen wir, wo wir sind. Im Nichts. Mal wieder im Nichts. Da wollte ich eigentlich nicht unbedingt hin. Schnell mal unseren Wolf beschwören. Durch den Gebietswechsel ist er ja verschwunden gewesen. So, na gut. Was sagen denn die Questen? Risse im Schleier. Die Magie des Ersten hat dein Bewusstsein ins Nichts geschleudert. Dieser Umstand bietet dir eine Möglichkeit, die Risse im Schleier zu schließen. Ja, hat das Ganze sogar was Positives? Denn jetzt können wir halt die Risse verschließen.
und die Haupthandlung entkomme aus dem Nichts. Der seltsame Abkömmling der dunklen Brut hat dafür gesorgt, dass du im Nichts gefangen bist, wurde dabei allerdings auch selbst hierher gebracht. Du musst einen Weg zurück in die wirkliche Welt finden. Ja, das habe ich auch vor, denn hier bleiben möchte ich nicht wirklich. Okay. Haben sich die Ereignisse also mal wieder überschlagen? Christoph leider tot, ist hier wieder der Hühnerstall, wo wir in der Realität auch schon mal standen. Und ein fliegendes Boot? Oh, können wir uns mal angucken. Was soll das denn? Moment, was hat dieser verrückte Bastard gesagt? Das Nichts? Wir sind im Nichts? Hier gehen doch die Menschen hin, wenn sie träumen, oder nicht? Richtig, eigentlich ja gar nichts für Zwerge. Was machst du denn hier? Zwerge gehören nicht hierher. Wir träumen nicht. Wir schlafen wie Steine. Tja, Ogryn, vielleicht seid ihr einfach schon zu lange an der Oberfläche gewesen. Was sollen wir ihm sonst sagen hier? Erklärungen, warum schlimme Dinge geschehen, helfen mir nicht. Wenn etwas Schlimmes geschieht, will ich, dass es aufhört. Richtig. Und was geschieht mit meinem Körper, solange ich hier bin? Irgendjemand könnte mein Schamgefühl verletzen. Zumindest das bisschen, das noch übrig ist. Verdammt. Verdammte Axt, ein fluchender Zwerg, okay. Tja, das ist schon seltsam. Normalerweise haben Zwerge im Nichts nichts zu suchen. Gut, werden wir dem Ganzen auf den Grund gehen und uns hier ein bisschen umschauen. Tja, Gegner werden schon wieder angezeigt. Kriegen wir, glaube ich, gleich gut zu tun. Ja, niedere Schatten und Dämonen. Das Übliche, was im Nichts so rumschwirrt. Okay, werden wir uns mal langsam annähern hier. Und dann versuchen wir natürlich auch die Risse im Schleier zu finden. Über euren Vergleich zwischen meiner Familie und den Magiern. Was habt ihr hier schon wieder? Das ist lächerlich. Ich werde mich nicht in eine Abscheulichkeit verwandeln, nur weil ich ein Hau bin. Ich habe auch nie behauptet, dass der Vergleich perfekt ist. Ein Hau zu sein erlaubt mir auch nicht, euren Verstand zu kontrollieren. Ihr habt irgendwie nicht verstanden, was ich sagen wollte, oder? Ich bin einfach kein Freund übertriebener Vereinfachungen. Na schön, euer Pech. War's das, meine Herren? Offenbar. Okay, weiter geht's. Beziehungsweise los geht's. Oh ja. Irgendwas ist hier im Anmarsch da unten. Schatten über Schatten. Eieiei. Haben wir gut zu tun hier. Ja, was soll das? Greift irgendwas anderes an. Lass uns zur Ruhe. Wir wollen gar nicht hier sein. Au, umgeschmissen. Okay, erste Welle offenbar abgewehrt. Was haben sie denn für uns hier gelassen? Ah, ätherische Wundumschläge. Ja, die sind ganz praktisch. Allerdings nur hier im Nichts verwendbar. Wenn wir in die Realität zurückkehren, dann verschwinden die auch aus dem Inventar. Deswegen sollten wir die auch hier im Nichts benutzen, solange wie wir hier sind. Zack, werde ich mal gleich unseren Leutchen hier in die Leisten ziehen. Damit ich auch ja die richtigen nehme. Ach Quark, was habe ich denn gemacht? Ich glaube, ich habe bei Ogryn und bei Anders die Verkehrten in die Leiste gezogen. Yep. Hervorragende Wundumschläge. Na gut, für Ogryn kann ich den wahrscheinlich lassen. Aber Anders braucht den nicht. So viel Life hat er gar nicht, wie der Wundumschlag wiederherstellt. Ja, bei Ogryn lasse ich das mal so. Haben wir eh nicht so viele von. Sollten wir uns vielleicht für richtig harte Gegner aufsparen. So, dann mal weiter. Ist auch wieder schön verwinkelt hier. Da freue ich mich ja ganz besonders. Ich und mein Orientierungssinn. Ich bin ja auch blöd. Da geht's nämlich schon los. Gleich dahin gerannt, wo wir hergekommen sind. Von unserem Ausgangspunkt. Ich dussel. Genau so wird es geschehen. So, alles gelootet. Weiter geht's.
Was haben wir denn hier? Ah, hier. Dämonen der Wollust, genau. Die beschützen hier so ein Portal oder so einen Riss im Schleier. Die müssen wir erst umkloppen, dann können wir, glaube ich, auch den Riss schließen. So denke ich mir das zumindest mal. Das war's schon. So viel haben sie ja nicht ausgehalten. So, mal sehen. Riss im Schleiervorrichtung. Ganz komisch, Herr Name. Deine Taten im Nichts haben Auswirkungen auf die Welt der Sterblichen. Okay, du hast einen Riss im Schleier geschlossen. Es gibt in der Nähe aber noch weitere. Die müssen wir finden. Tja, hat Auswirkungen auf die reale Welt. Ich denke mal, wenn wir zurückkehren, dann dürfte dieser Riss da nicht mal angezeigt werden. Stelle ich mir zumindest mal so vor. Ah, Essenzen, genau. Gab es ja im Hauptspiel auch im Nichts. Können wir einsammeln. Steigert permanent unsere Werte. Hier zum Beispiel Konstitution. Haben wir mehr Life, kann nicht schaden. Davon werden hier bestimmt noch mehr rumliegen. Heißt also wieder Augen offen halten. Tja, wo lang jetzt? Gut, da wo Gegner angezeigt werden, da sind wir noch nicht gewesen. Also sollten wir uns auch immer in die Richtung halten. Ah, hier ist dieser komische Runenstein, den haben wir ja auch in den Schwarzmarschen gefunden. Und jetzt können wir die Steine auch anklicken. Mache ich gleich. Ich will hier erst nochmal hoch, denn, ja, genau. Hier war nämlich auch noch so eine Essenz der Willenskraft. Ja, geht auch, haben wir mehr Ausdauer mit Elissa. Ist natürlich auch nicht schlecht. So, und ich wusste nämlich noch, dem hier unten muss ich anfangen. Als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich natürlich ein bisschen rumprobieren müssen, aber ich hoffe, ich habe es behalten. Es geht eigentlich nur darum, die Dinge in der richtigen Reihenfolge anzuklicken. So, und dann war das, glaube ich, hier rüber. Wie ihr wünscht. Wenn ich falsch bin, dann erlöschen sämtliche Feuerflammen wieder. Also, das sieht man jetzt schon ganz gut. Dann war das hier unten wieder. Ja, noch liegen wir im Soll. Ja, in Ordnung. Jetzt der. Ah, okay, einer ist noch übrig. Haben wir es also gepackt. Zack. Und jetzt dürfen wir kämpfen. Aber selbstverständlich. Gut. Hier erscheinen nämlich so eine Schatten und Dämonen. Die müssen wir umhauen. Und wenn wir das schaffen sollten, dann können wir da in der Mitte auch dieses Podest betätigen. Allerdings erstmal heißt es hier wirklich zu überleben. Gar nicht so einfach, eine Menge Feuer. Bisschen angekokelt hier. Komm, muss doch langsam mal gut sein. So, ist das der letzte hier? Hoffe ich doch mal. Oh, sieht alles ein bisschen unübersichtlich aus jetzt, aber hilft ja nichts. Wir haben es geschafft. So. Keiner vollständig abgekokelt und das Runenpodest können wir jetzt betätigen. Zack. Deine Taten im Nichts haben Auswirkungen auf die Welt der Sterblichen. Also gut möglich, dass wenn wir zurückkehren, wir dann da an dem Runensteinkreis irgendwas machen können. Wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Ein bisschen Beute haben sie uns hier gelassen. Okay, wo geht's denn jetzt weiter? Ich glaube, die Richtung ist schon gar nicht so verkehrt. Ist hier wieder ein Riss im Schleier? Ja, sieht fast so aus. Genau. Da haben wir wieder die Dämonen der Wollust. Die leicht bekleideten Damen. Ja, die halten jetzt aber wirklich nicht viel aus. Oh, da kam noch Verstärkung. So eine anderen.
Dämon des Zorns. Huh. Die hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Aber hat gefunzt. Wunderbar. Können wir gleich mal den Riss schließen. Und liegt da hinten noch eine Essenz. Sieht auch fast so aus. Erstmal weg hier. Im Kampf? Sind wir noch im Kampf? Warum das denn? Waren doch alle down eigentlich. Bisschen weiter weglaufen, bringt aber nichts. Ah, Essenz der Stärke. Na gut, jetzt nicht so wichtig für Schurken. Hätten wir lieber mit Orgrin nehmen können. Wäre besser gewesen. Bisschen was plündern hier noch. So, die Kampfmusik ist ja aus. Aber er geht immer noch nicht. Ja, Elissa hat auch noch ihre Dolche in der Hand. Also eigentlich sind wir dann auch immer noch im Kampf. Ja, Magie bringt uns im Prinzip überhaupt nichts. Aber leider können wir halt nicht anders das machen lassen. Schade eigentlich. Ah, vielleicht liegt's an denen hier, weil die zu dicht dran sind. Hauen wir sie mal um. Au. So, Synchronsterben, da sind sie beide weg. Ah, jetzt stecken sie auch ihre Waffen weg, okay. Jetzt müssten wir aus dem Kampf raus sein, also nochmal zurückflitzen. Und. Ah, okay. Gut, gut, Quest aktualisiert. Zweiten Schleier geschlossen. Zumindest noch einen weiteren, den es hier in der Nähe gibt. Ja, würde ich sagen, den müssen wir auf jeden Fall noch finden. Weil wäre ja blöd, wenn wir durch irgendeine zufällige Sache aus dem Nichts rauskommen und hier noch nicht alle Risse geschlossen haben. Also erstmal schnell nach dem letzten suchen. Aber erstmal schnell ist natürlich einfach gesagt. Da hinten haben wir noch eine Essenz, ich glaube. Der Geschicklichkeit war das. Das wäre natürlich praktisch für den Schurken. Ja, wunderbar. Ups, hier können wir noch was plündern. Dann sind wir hier aber auch schon mal gewesen. Aber selbstverständlich. Eingesackt. Tja, da scheint so eine Art Dorf zu sein, hä? Ich glaube, da werden wir noch nicht hinrennen. Wir müssen hier nochmal ein bisschen absuchen. Hilft alles nix. Wären noch irgendwo Gegner angezeigt? Das wäre ja ein guter Hinweis. Da unten ist der Runenkreis. Ja, ich sehe. Hier geht's nämlich lang. Und da haben wir auch den Riss im Schleier. Wunderbar, wir haben ihn gefunden. Ich hätte ja gedacht, dass ich jetzt hier noch wirklich 20 Minuten rumsuchen muss. Aber er ging ja doch relativ fix. Kommt schon, ihr nackten Weiber. Fallt um. Das war's, glaube ich, schon. Diesmal gibt's auch keine Verstärkung. Und. Zack, Quest absolviert. Du hast alle Risse im Schleier geschlossen. So soll das sein. Wunderbar. Dann können wir jetzt auch Richtung Dorf schlendern, würde ich sagen. Eigentlich sollte ich den Weg ja kennen, aber... Eigentlich ist auch wieder einfach so gesagt... Ah, da hinten das Haus, ja, das ist ein guter Anhaltspunkt. Naja, Haus ist auch untertrieben, ist ja eher so ein Riesending. Auf jeden Fall nicht zu übersehen. Gut, gut, dann könnten wir eigentlich an dieser Stelle ein kleines Päuschen einlegen. Ups, wer sitzt denn da am Gras? Nein, Herren, ich habe...
habe es nicht vergessen. Ich habe nur... Heucheln wir doch mal. Ich würde Milady niemals widersprechen. Nein, ich habe nicht... Nein, bitte, Herrin! Hab Gnade! Nein! Nein! Oh. Ah, nein! Sonderbar. Ah, jetzt können wir sie anklicken. Dorfbewohnerin. Verzeiht mir, Herrin. Die liegt da, als wenn sie die ganze Sache hier gar nichts angeht. Vielleicht weiß sie nicht mal, dass im nichts ist. Okay, egal. Da ist das Dorf, da geht's beim nächsten Mal hin. An dieser Stelle Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bye bye. Oh, da hängt eine. Egal, bye bye.